Neuer Tag und es ist sehr, sehr kalt heute. Wir haben jetzt Mittag und werden jetzt erstmal wieder runter in die Stadt gurken. Links abbiegen auf Klagenfurter Straße, Kärntner Straße, Schilder nach Pürtschach, Moosburg. So, wir haben jetzt geparkt am Wörthersee. Das sieht richtig schön aus. Und den gucken wir uns jetzt erstmal an. Und es waren bei uns auf dem Berg nur 3,5 Grad und hier sind 11 Grad. Es ist sehr, sehr kalt. Eisticket 4 Euro. Hä? Der ist aus. Achso. Ja, geil. Ja, ein bisschen leerer ist das Auto jetzt, aber noch nicht wirklich. Kamera werde ich jetzt auf jeden Fall mitnehmen und meinen Rucksack. Wir sind hier in Pürtschach gelandet. Das ist eine kleine Dorfgemeinde am Wörthersee und hier gab es auch eine Seepromenade, die man langlaufen konnte, wo man dann auf einer kleinen Landzunge gelandet ist. Und ich verlinke euch den Parkplatz mal in die Infobox. Ey, mir ist so kalt. Ich habe schon meine Wintersachen leider in mein Studentenzimmer gebracht. Aber ja, so ein Pulli und so habe ich natürlich noch, aber ich hätte mir eine dickere Hose anziehen sollen. Das Wasser des Wörthersees ist glasklar und diesen weißen Pavillon sieht man auch sehr, sehr oft auf Postkarten vom Wörthersee. Ebenso den Pyramidenkugel, den ihr im Hintergrund seht. Und wir sind dann noch zu einem anderen Steg gegangen, wo es noch mehr Fische gab. Boah, sind das viele. Ich versuche jetzt aus diesem Brunnen zu trinken. Und ich glaube, das wird nicht. Diese Bäume fanden Janis und ich ziemlich cool, denn sie sind aus den Samen entstanden, die den Atombombenangriff in Hiroshima überlebt hatten. Das ist der Reinhopst. An dieser Stelle gibt es ein Seebad und ich hatte mich so geärgert, dass ich nicht schon im Sommer hier war. Richtig blau, ne? Hier so ein Bootshaus. Nee, guck dir die Preise an. Das kostet 100 Euro. Eine kleine Rundfahrt und eine große 180 Euro. Ich kann das nicht zahlen. Wir suchen jetzt was zu essen, weil wir ja wieder nur so ein Brot gefrühstückt haben. Aber wir sind hier gerade in dieser Luxusgegend. Also, naja, hier kann man sich das nicht leisten. Ja, Dragon Ball. Uns ist aufgefallen, dass vieles schon zu hatte, weil wir außerhalb der Saison da waren. Und es gibt einen Bahnhof direkt in Pürtschach und dort waren wir kurz auf Toilette. Und danach waren wir beim Bäcker und haben was Leckeres gefunden. Das ist so Vanille, ne? Oh, das ist ein Eichhörnchen. Nachdem wir jetzt unseren kleinen Snack vom Bäcker hatten, geht es jetzt nach Klagenfurt, weil wir erst um 18 Uhr oder halb 7 erst wieder in unsere Ferienwohnung können, weil ja die Straße gesperrt ist. Und deswegen dachten wir uns, was ist hier noch ganz cool? Ja. Wir haben jetzt hier in Klagenfurt geparkt für 6,60 Euro. Das war nicht so weit entfernt. Ist ja auch am Wörthersee. Und jetzt gucken wir mal, wie die Stadt hier aussieht. Janis guckt sich den Bentley an. Und meinen Müll nehmen wir mal mit. Da ist ein Café, wo man mit Katzen Kaffee trinken kann. Ja, hat leider geschlossen und macht erst Montag wieder auf. Okay, wir gehen jetzt einfach. Okay.
Wir sind übersiedelt. Statt umgezogen heißt es hier, wir sind übersiedelt. Ich dachte erst, die Stadt ist zu übersiedelt, weswegen hier zu viele Leute sind oder so, aber nee. Nachdem wir jetzt hier auch die ganze Zeit waren, gehen wir in Running Sushi, um Sushi endlich wieder zu essen. Wir haben uns jetzt im Running Sushi den Magen vollgehauen, aber wirklich, wir sind so satt. Uns ist ein bisschen schlecht, aber man kennt's. Und jetzt gehen wir noch circa einen Kilometer zurück zum Auto. Und da die Sonne rausgekommen ist, würde ich sehr, sehr gerne nochmal zum Wörthersee gehen. Weil ich glaube, jetzt sieht es nochmal ganz, ganz anders aus. Nachdem ich mich verfahren habe, sind wir jetzt hier endlich angekommen am Wörthersee wieder. Und es sieht richtig gut aus und ich habe meine Kamera am Start und gleich mache ich ganz, ganz viele Bilder. Wow. Wir haben uns noch vorhin Postkarten gekauft in so einer City Gallery. Das hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich so schöne Bilder gemacht habe. Ich blende sie hier mal ein. Und hier sind noch so, so viele Enten. Schaut euch das an. Und ganz, ganz viele Pärchen, die hier auf der Bank sitzen und sich den Sonnenuntergang anschauen.